Ja, herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Minecraft Infinity. Gut, wir haben ja uns letzte Folge draußen so schön Bäumchen gepflanzt. Da wollten wir hier Zapfahren uns organisieren. Da backt das Gras im Baum. Damit wir hier das Gummi uns da mopsen können. Das heißt auch, wir müssen den Zapfahren noch eben machen. Der geht aber ganz einfach, indem man einfach normale Planken zusammenbrettert. Und zwar, der verbraucht sich ja auch. Warte mal. Ja, ganz einfach, genau. Schon habe ich es vergeigt. Nein. So, so. Naja, machen wir alles mal weg. Nochmal gucken. So. So sollte es sein. Ding, 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 ding. So. Da machen wir mal sofort zwei raus, weil die verbrauchen sich. So, einen können wir erstmal in die Kiste schmeißen. Mit dem anderen gehen wir nach draußen zu den Bäumen und zapfen erstmal was ab. Blub, blub, blub. Oh, sogar ein Erfolg erzielt. Da noch ein, da ein. Ist oben noch einer? Muss man ja mal ein bisschen rumgucken. Nein, da oben ist keiner. Gut, dann war es das mit drei Stück. Ne, doch, hier ist noch einer. Hallo? So, das Eier habe ich auch gesichert. So, da müssen wir nur mal öfter rumgehen und gucken. So, und dies müssen wir in unserem Ofen reinschmeißen, damit wir auch ein bisschen Gummiriegel kriegen. Durch die Gummiriegel können wir unseren Ernter, den wir ja angefangen hatten, vollenden, indem wir unser Plastik ja kriegen. Das kriegen wir durch Rohplastik. Genau, und das Rohplastik kriegen wir halt durch Gummi oder halt ein Lineal verbrennen. Oder halt diese Gummiriegel, die wir haben, glaube ich, da geht das auch mit. Aber das gucken wir jetzt. Gummi, 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 Gummi. Sechs Stück haben wir schon. Nochmal zwei. Das reicht uns. Die müssen, nee, die müssen jetzt zerschreddern, genau. Die werfen wir einfach anstatt die da gleich rein. So, und dann den dahin. Vorne. Als erstes rein. So, das ist Eisen noch. Eisen haben wir nicht mehr. Die kommen nach hier, damit das klappt. So. Was haben wir denn so Spezielles gekriegt? Joa, das geht ja schon. Lapis Lazuli ist ein Abfallprodukt, sonst wird sie nicht drin sitzen. Knochenmehl ist drinne gekommen. Jut, so, wie weit bist du? Nimm den Zinn. Wussten wir das gar nicht. Was habe ich da schon wieder falsch gemacht? Oh, Plastik. Ach, das Gummi musste man nochmal verbrennen. Okay. Gut, dann verbrennen wir das nochmal. Was soll's? Das hätte man ja auch sofort machen können. So, was haben wir denn noch für Aufgaben? Und zwar eine Schere bauen. Ja, das kriege ich jetzt sofort hin. Da brauche ich nur diese beiden Eisen für. Dann habe ich das auch schon fertig. Die Schere können wir auch reinpacken sofort. Die kommt nach hier hin. Diese Ernte. Braucht Maschinenrahmen. Dafür braucht man Eisen und Zinnbarren drumherum. Zinn haben wir genug. Nehmen wir diese 5 hier raus. 4 hätten uns gereicht. So, haben wir ein Zahnrad schon mal für die Maschinenhülle. Dann brauchen wir Glas. Müssen wir gefärbtes haben? Nee, ne? Okay, ich denke mal, dass wir da nur Eisen drum zu müssen. Habe ich schon wieder vergessen, wo das Eisen hin muss. Nach außen in die Ecke. Außen in die Ecke.
Dann da Glas und das Zahnrad in der Mitte. Gut, der geht auch. So, das haben wir auch schon. Dann brauchen wir nur noch die beiden Hinweräxte und das Dings. Da haben wir das ja schon bald. So, da ist schon mal da rein. Dann wollen wir mal gucken, was uns hier so die Sache erbringt. Zinnbarren, Inverbarren haben wir 15 Stück. Da können wir dann uns schon mal ein Extra draus machen. Sei denn, wir haben irgendwo noch Stücke, aber die haben wir nicht. Aber jetzt haben wir welche. Zwei Stück. Und die Inverbarren sind hier. Eine, zwei Äxte. Eine dahin, eine dahin. Und dann fehlt uns nur noch Plastikfolie. Alles klar. Rohplastik haben wir 8 Stück. Und da haben wir genug Plastikfolie schon zustande gebracht. Zack, haben wir einen Ernter vollbracht. Diesen Ernter, den schließen wir nachher dann an. Da müssen wir noch einen Engine-Motor dabei stellen jetzt erstmal fürs Erste. Und ich gebe mal einfach Energie ein. Vielleicht gibt man auch was anderes. Man könnte auch oben noch eine separate Solarzelle draufsetzen, die nur für den Ernter ist. Damit das nicht abhängig von unserem ganzen Stromsystem ist. Genau, dann nehmen wir das. Dann müssen wir noch Energieleitung haben wieder. Da brauchen wir auf jeden Fall mal einmal eine Packung Redstone für die Leitung. Dann diese Binder, die wir irgendwo mal haben. Aber wo haben wir sie? Wenn man kein EME-System hat, dann ist das immer so eine Sucherei. Haben wir die oder haben wir die hier irgendwo drin? Wir haben sogar noch leitendes Eisen hier. Können wir schon mal wieder 16 Stück machen, glaube ich, oder etwa. Da sind sie doch. Ha, wenn man auf den zweiten Blick guckt. So, haben wir dann zwei Energieleitungen. Sind 16 Stück, wie ich schon vermutet hatte. Dann packen wir den da wieder schön rein. Das da rein, das da rein, das da rein. Die auch da rein. Wir haben einen Smaragd. Was wollte ich mir denn eben bauen mit dem Smaragd? Oder in der letzten Folge? Das war irgendwas über Ender IO. Ender IO, was war das denn? Was war das denn? Was wollte ich mir da bauen? Ach ja, genau, den Magneten. Richtig. Dynamischen mussten wir Smaragd und dynamische Nuggets. Kriegt man das aus den und Enderperlen. Okay, das können wir noch nicht machen. Wir brauchen die Enderperlen noch. Okay, aber wir haben schon mal einen Smaragd, das wissen wir schon mal. Das ist ganz gut. Dann gehen wir mal raus in die Dunkelheit. Vielleicht finden wir noch mal einen Enderman auf dem Weg zum Solar. Ich habe was essen bei. Nee, nur die Mana-Bohnen, aber die esse ich jetzt nicht. Nö. So. Merk gerade, das ist ja fast schon beim Ernter. Na gut. Wir nehmen eine mit. So. Wir buddeln uns von unten hoch, ist glaube ich sicherer. Obwohl, genau, mein Todespunkt ist genau da, wo ich es ungefähr haben möchte. Dann können wir uns doch von oben besser durchbohren. Der hintere. Der müsste das sein. Schaufel kommt mal an die Sonne. So. Blub, jetzt sind wir da. Das ist ganz gut. Ich weiß gar nicht, wie weit dieser Ernter geht. Wir werden den, denke ich mal, so hier in die Mitte stellen. Und dann mal gucken. Ja, den stellen wir mal hier in die Wand rein.
und dann gehen wir hier hoch mit Strom. Zack. Dann nehmen wir den Strom. Zum Mikro brauchen wir nicht. Die Stromleitung brauchen wir. Hüpf. Hä? Achso. War zu hoch gewesen. Gut. So. Dann dieser Ernter. Da dran. Ich hoffe, das connectet da auch. Jetzt müssen wir noch oben einmal einen wegnehmen, dass ich da ein bisschen laufen kann. Was gucken kann. So, ein aus. Das haben wir. So, anklicken. Da ist ein Upgrade für reinmachbar. Gut, das sieht ganz gut aus. Dann sind wir natürlich noch einmal oben. Es regnet. Das gefällt mir nicht. Und ich kann schon wieder nicht sprinten, weil ich schon wieder nichts mehr hab. Wo ist er denn? Ach hier. Da ist er. Können wir den sparen? Indem wir den wegmachen hier. Damit er ein bisschen Fläche hat. So. Den weg. Solarpanel dahin. So. 67% Effizienz. Das ist ja noch ganz schön viel. Obwohl es am Regnen ist. So. Erstmal hier die Tür zumachen hier. Zack. Und erstmal noch hier oben das Loch wieder zumachen. So. Haben wir schon mal wieder zu. Gut. Wie erntet der? Sheer leave us no. Wir machen mal einfach beides an. Und ich weiß es nicht. Das ist Arbeiten. Dann räumen wir mal einfach mal eine Kiste daneben. Dass er es da rein transportieren kann. Warum setze ich die Kiste da hin? Das bringt natürlich nichts. Autsch, autsch. So. Wenn ihr wisst, von wegen, wie man das noch verbessern kann und nicht, dann schreibt es in die Kommentare. Darüber bin ich sehr erfreut. Und liken könnt ihr natürlich auch. Abonnieren sowieso. Das schadet niemandem. Habe ich da gerade richtig gesehen, dass es hier weggegangen ist? Vielleicht auch optische Täuschung. Tut der schon was? Ich glaube eher optische Täuschung. Energie ist gleich voll. Was ist denn leer? Was heißt das? Muss da Wasser rein zum Kühlen? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wir schauen mal nach. Einmal habe ich nicht bei. Essen habe ich auch nicht bei. Das ist nicht gut. Wir packen aber hier alles wieder weg. Nachts ist es noch nicht. So, einmal sind ja hier drin. Ah, da. Nehme ich mir einen weg. Um zu gucken, wie das ist. Da muss er jetzt da. Zack. Und dann gucken wir einfach, ob das mit Wasser gekühlt werden muss. Und ich denke, dass das mit einem Transportpipe abgeleitet werden muss, dass das gar nicht mit einfach mit der Kiste machbar ist. Oder die Kiste muss oben drauf, das kann natürlich auch sein. So. Nö. Das ist hat damit nichts zu tun. Okay. Vollgeladen ist er. Kein Zombie reinkommt, einfach zumachen.
Wir machen einfach mal oben drauf ein. So. Da wird irgendwo was passieren bestimmt. Muss. Weil die Energie hat er. Und warum sollte er es nicht tun? Oder muss ich ihm irgendwas anreichen? Was er ernten soll eigentlich nicht. Leer, leer und leer. Gut. Oder auch schlecht. Wir werden es sehen. Wir machen einfach weiter. Ich muss das hier irgendwo einer ist halt. Wie viel Plätzchen? Oh. Ich sollte was essen. Und wenn es auch verrottet Fleisch ist. Nein, scheiße, schnell raus. Sonst sterbe ich gleich noch. Das können wir gar nicht machen. So. Aussterben bedroht. Noch verschiedene Varianten konnten wir schon mal essen. So, diese schönen Gummibäume lassen wir draußen mal einfach stehen. So, genau, was können wir sonst noch alles Schönes machen? Dum-dum-dum-dum. Von Ender.io hätte ich auf jeden Fall gerne mal irgendwann mal die Farm hier. Da brauchen wir pulsierendes Eisen. Eisen, da gibt's, dafür brauchen wir natürlich wieder die Enderperlen. Soweit wie das bekannt ist, ja. So, das heißt, das fällt erstmal weg. Was hätten wir sonst noch? Fertigungsapparatur? Nö. Ja, auf jeden Fall, Materialgewinnung hätten wir. Dann gehen wir mal rüber in. Buildcraft. Wie heißt es denn noch? Transportpipes, genau. Dann müssen wir genau das Hölzerne einfach machen. Das war ja genau Glas und Holz. Zum Absaugen und zum Transportieren nehmen wir einfach das gleiche aus Stein. Das sind ja Materialien. Dann nehmen wir hier unser Glas raus. Machen da erstmal OK. Dann geht das nicht mit dem ziemlich klaren Glas. Dann nehmen wir normales. Das sollte gehen. Jo. Sollte, will aber noch eins eigentlich. Muss ich 8 nehmen. Gut. So, dann nehmen wir das gleiche mit Kobbel. Dann haben wir schon mal Transportrohre auch. So, Engine. Wir geben unten einfach mal BC ein. Buildcraft. Wo sind denn die Motoren? Okay. Motoren. So. Und zwar nehmen wir einfach hier den normalen billig Redstone. Den Kolben haben wir noch, warte mal. Da haben wir oben was sitzen. Einmal ein Kolben, den haben wir schon. Und Holzzahnräder einfach aus Holzdiggis. Holzdiggis haben wir auch genug. Machen wir 2 Stück. So. Machen wir da rein. Zahnrad, Zahnrad. Den Kolben in der Mitte. Unten.
Dann Glas da. Und was war das andere? Einfach normale Planken. Fertig. Redstone-Motor. Haben wir. F5. Freigeschaltet, jawohl. So, dann. Achso, einen Hebel wollten wir noch machen. Da sollte man den Stöckskin haben und einen Bruchstein. Haben wir auch einen Hebel dabei. Vielleicht ist das das Problem gewesen. Dass halt nichts abtransportieren konnte. So. Hier ist nichts drin, hat nichts gemacht. Hier, der ist immer am Arbeiten, aber nichts passiert. So, das alle weg. Kisten brauchen wir noch nicht. Das. Dann machen wir hier eine Kiste direkt hin. Das müsste ja auch gehen dann. Ich weiß aber nicht, ob wir das so machen müssen. Oder nicht. So. So, dann können wir da einen Hebel draufsetzen. Dann sollte der arbeiten. Autsch. Und ich weiß jetzt nicht, ob der hier arbeitet. Ich weiß nicht, was hier lief ist. Wir werden sehen, was er produziert. Ob er überhaupt was macht? Ich denke eher weniger. Ich weiß nicht genau. Ja, Nidisenblätter. Shrooms sind doch Mushrooms, sind doch Pilze eigentlich. Kann ja beinahe alles abgebaut werden hier. Oder muss da ein tiefer stehen? Das kann natürlich auch sein. Muss ich mal schauen. Mal nachschauen, wie das geht. Das machen wir nächstes Mal. So, wir nehmen ein bisschen Nahrung mit. Weil die Melonen sind im Moment unsere beste Nahrungsquelle. Habe ich da etwa was abgegrast, was ich nicht wollte? Na gut. So. Ein Enderman. Jawohl. Komm mal hier hin, Enderman. Du bist schon geschädigt. Guck dich auch nicht an. Ja, eine Enderperle. Juhu. Das ist nice. Da kommen auch gleich die nächsten Zombies hier. Um mich zu killen. Kannst du knicken? Was willst du da mit dem komischen Panda-Maske? Wow, Teleporter. Okay. Hast dir Verstärkung geholt? Ja, Spinne. Ich glaube, es hackt hier. Bist gefangen gewesen. So, ganz nichts PS, die sammeln wir ein. Die Enderperle, die nutzen wir auch sofort. Ups, oder? Sicher mal zumindest, meine ich jetzt erstmal. Habe ich noch irgendwo einen leeren Platz? Da, weg damit. Gesichert. Achso, wir wollten eigentlich gucken, was wir sonst noch machen können. So. Dann wollten wir nochmal hier nachschauen. Ach, nicht NPC. Und zwar automatische Werkbank. Die brauchen wir nicht. Einen Rahmen brauchen wir auch nicht. Das sind die ganzen normalen Transportpipes. Genau. Diese Flüssigkeitspipes. Hölzerne.
brauchen wir einmal. Was ist das? Eine Dichtung, die kriegen wir durch Kaktusgrün. Okay. Oder Bienenwachs. Habe ich beides nicht. Da müssen wir also nochmal irgendwo eine Wüste finden. Ich denke, wir machen mal einfach das nächste Mal ein Part. Eventuell auf in die Wüste, um Dichtung zu kriegen, damit wir auch mal Lava und Wasser mal nach oben kriegen. Damit wir vielleicht nochmal anders Energie kriegen. Aber fürs Erste ist es erstmal schon mal so ganz gut. Und ich sag mal bis dahin, euer Dacapo und ciao.